Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir sind wieder auf der Tempest. Wir sind wieder abgehoben von dem Planeten Eos, den wir glaube ich sogar vor uns sehen. Ja, das könnte Eos sein. Das ist eine geile Brücke. Ne, ohne Scheiß. Ich war mal auf so einer Glasbrücke über so einem Bergtal. Das sah schon krass aus, wie es da 50 Meter runter ging. Was ist das hier? Wirklich im Outdoor Space. Das sieht so geil aus gerade. Ah. Schön. Finde ich gut. So, wir wollten auch mit unserer Crew mal kurz reden. E-Mail-Terminal. Okay. Oh, bitte um Hilfe, das haben wir schon durchgelesen. Nee, haben wir nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay. Hallo Ryder, verzeihen Sie die Störung. Ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Es könnte meinen Forschungen zur Geisel helfen. Wir können in dem Nexus-Labor persönlich darüber sprechen. Herzliche Grüße an Sie und Sam. Dr. Aridana, Leitung Astrophysik Nexus-Labor. Aha, können wir vorbeigucken? Das Gewölbe von Korra. Wollt ihr wirklich jetzt alles durchlesen? Wissen wir nicht, oder? Wegen ihres Vaters. Von Drac? Okay, wir müssen das einfach alles durch. Nee, das gehört in die Story rein. Nee. Also Leute, wir machen heute eine kleine Lesestunde, hab ich gerade gehört. Ich kann dieses Reliktgewölbe immer noch an meiner Panzerung riechen. Ziemlich viel merkwürdiges Zeug da unten. Mein Jägerinnenhandbuch würde dazu sagen, die Kante des Rasiermessers zwischen den Bekannten und dem Unbekannten lehrt dich, was weggeschnitten werden kann. Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich ein wenig an die Tempel auf Tessia. Tessia ist ein Planet aus Mass Effect 3, da kann ich mich noch daran erinnern. Oh, was? 2? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Die gleichen großen Räume und fließendes Wasser. Der gleiche Eindruck eines übergeordneten Zwecks, den man nicht wirklich begreifen kann. Werden wir wohl je erfahren, was ihre Schöpfer dort getan haben? Korra. Das würdest du mir auch persönlich im Gespräch sagen, einen Brief schreiben. Warum schreibst du mir das? Tempest Hacks. Ach du Scheiße, das ist lang. Ich überfliege das mal kurz. Ja, das ist eine kleine Erklärung, wie die Tempest funktioniert. Das brauchen wir nicht unbedingt wegen ihres Vaters. Das ist wieder interessant. Warte mal kurz. Unrider von Drac. Vetra hat mir gesagt, was mit ihrem Dad passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung brauchen. Oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das hier meistens. Drac hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. 2 kommen doppelt vor. Viele sind in schlechter Auflösung oder mit einem Wasserzeichen versehen. Was? Ernsthaft? Geil. Drac, ich mag dich. Er schickt uns Bilder von Schrotflinten, weil es ihm aufheitert. Schön. Lexi. Wer ist Lexi? Nein. Wir brauchen keine Yoga-Position. Nein, das ist nicht wichtig. Datenkerne brauchen wir auch. Doch, das ist Peewee. Peewee ist interessant. Hey Ryder, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich diesen Datenkern in meinem Zimmer behalte. Also in der Rettungskapsel. Ich denke vor dem Schlafengehen einfach gerne über Dinge nach. Die besten Ideen habe ich, wenn ich schon halb eingeschlafen. Das stimmt. Das ist so true. Das geht auch mir in Real Life wirklich so. Die besten Ideen kommen kurz vorm Einschlafen. Oder während ich die ganze Nacht wach da liege und über Sachen nachdenke und nicht schlafe. Kommt auch vor. Außerdem habe ich ihn zuerst gesehen. Jedenfalls wissen wir sicher, dass sich irgendwelche Daten darin befinden. Die Frage ist nur, wie wir an sie herankommen. Ich halte sie auf dem Laufenden. Pibi. Was heißt Pibi eigentlich? Ich habe es voll ausgeschrieben. Das würde mich mal wirklich interessieren. Gesichtsrekonstruktionen von Lexi. Nee, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Nee, was nicht wichtig ist, lese ich nicht.
Nee, das passt schon. Das Wichtigste haben wir jetzt gelesen. Und das ganze Nebenzeug, das ist nicht so wichtig. Wir definieren da, was richtig ist und was falsch. Hi. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie bindet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Darin liegt eine gewisse Schönheit. Ja, aber eine tödliche, würde ich so sagen, oder? Sie sieht gefährlich aus, das tut sie. Aber es stimmt beides. Eine gefährliche Schönheit. Schönheit ist meistens gefährlich, das ist auch bei Frauen so. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit. Das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Einem Gott. Weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Es gibt keine höhere Macht. Ich denke genauso. Ah, das ist wieder so schwer zu behandeln. Woher sollen wir wissen, ob es eine göttliche Macht gibt oder nicht, wenn wir das Gegenteil nicht bewiesen haben? Aber dass ich wirklich daran glaube, stimmt auch wieder nicht ganz. Es müsste noch hier so einen Zwischendrin-Weg geben. Mann, es gibt keine höhere Macht, kann man aber einfach nicht sagen. Deswegen wähle ich einfach mal den Weg. Das sehe ich genauso. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüberzusehen, dass man einfach glauben will. Wow, es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Ich mag ein facettenreiches Ziel. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Niemand muss sich rechtfertigen für die Dinge, die er so tut und so weiter. Wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Ich stelle Ihre Fähigkeiten nicht in Frage. Sie müssen sich mir gegenüber niemals rechtfertigen. Danke. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass Sie das sagen. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Unterhalten wir uns später weiter? Gerne doch, meine Lady. So, Kylo, hi. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie sagten, sie hätten es entworfen. Hat er auch, aber trotzdem kann er es doch schön finden. Es ist doch sein Baby. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und die Aussicht genießen. Das stimmt. Als ich zu Hause Testpilot dieses Schiffes war, habe ich das oft gemacht. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich habe genauso gehandelt. Ein großer Schritt für ein Schiff. Schmack, beide stimmen, aber wir haben doch eigentlich genauso gehandelt, je nachdem, was ich gerade in der Geschichte so mitbekommen habe. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Serena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole. 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis. Und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Die salarianische Arche. Gibt's da dazu was Neues? Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Das glaube ich dir aufs Wort. Wir haben Tarn, ja, der Anführer, der Dulli, der zählt jetzt nicht als Bevölkerung der Salarianer, der ist ja auch nur so ein Anführer. Wir werden sie finden, wir bleiben optimistisch. Keine Sorge, wir werden die Salarianer nach Hause bringen. Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Danke dir, danke dir, danke dir. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Wo sind denn die anderen Leute auf dem Schiff? Wir haben so viel abzuklappern jetzt mal wieder, ne?
Weil ich finde es in diesem Spiel auch einfach schön, rumzulaufen und mit anderen Leuten zu reden. Das finde ich einfach nur auch nur schön. So, wir werden mal das komplette Schiff hier abklappern. Wo ist denn doch mal die Küche? Die war unten, ne? So wie die ganzen Kabinen. Da werden wir auf jeden Fall vorbeigucken. Und was wir auch auf jeden Fall machen müssen, wir müssen auf jeden Fall diese eine Reporterin finden. Und, was auch sehr wichtig ist, mal bei unserer Schwester vorbeigucken. Ne, hier ist das Bad. Ah, hier ist die Kabine. Oh. Nein, wir lesen uns das nicht alles. So, wo ist denn die anderen Leute? Drax hat ja gesagt, er ist in der Küche. Ist die Küche hier auf unserem Schiff? Wahrscheinlich schon, ne? Warte mal, hier, öffnen. Oh. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Das wissen wir schon, dass er sich um unsere Schwester kümmert. Das haben wir letztens mal schon erfahren. Er weiß eben, dass Sarah die bravere von uns ist. Ich denke, sie sind beide nicht ganz einfach. Halten Sie still. Au! Tut mir leid. Weil war das? Soweit ich mich erinnere, waren sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Sie werden das großartig machen. Ich glaube an Sie. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Die stecken voller Überraschungen. Warum ist das jetzt so ein fettes Herz? Hä? Why? Hä? Also ich kann die anderen Symbole, aber warum ist das jetzt so fett? Ist das jetzt wirklich ein Weg der Liebe? Also ich weiß, dass man Beziehungen hier eingehen kann in dem Spiel. Man kann so ziemlich mit jedem Charakter, der hier auf dem Schiff ist, Beziehungen eingehen. Also man kann wirklich Liebe haben, Sex etc. Was bedeutet das große Herz? Ich will es einfach mal nicht. Ich hab kein gutes Gefühl. Es wäre zwar mega das große Lob, aber ich nein. Diesen Weg gehe ich nicht. Nein, das ist zu früh. Nein. Das ist ein sehr heikles Thema. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Dort gab es jede Menge kroganische Söldner. Das beste Habitat außerhalb von T'Chanka. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Brav sein Gemüse soll ich essen? Okay, also mein Gemüse. Werden wir auf jeden Fall machen, meine liebe Dr. T. Parrow. So, da drüben waren wir schon, wenn wir hier rüber. Das Schiff ist verdammt groß, ne? Oh, jetzt steht ja auch der Nomad. Krass. Das ist geil. Das ist stylisch. So, wo ist denn das ganze restliche Zeug? Wo sind die ganzen anderen Leute? Das ist mir klar, dachte ich mir schon. Wo geht's hier? Hi. Oh, hey, Pathfinder. Na, hi. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Ah, Ihre kleine Schwester, richtig? Störe ich Sie? Lassen Sie mich raten. Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss Warte, jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Es ist vermutlich... Ja, doch. Die Erklärung wäre schon nett, ja. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich glaube... Nein, ich bin mir sicher, ich kann Ihnen hier von Nutzen sein. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen.
Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Ne, ohne Scheiß, was bedeutet dieses fucking Herz, dieses fette? Was bedeutet das? Das sieht wirklich so aus, als würde das wirklich... Hä? Was bedeutet dieses fette Herz? Schreibt mir das in die Kommentare, ich muss das wissen. Was bedeutet dieses fette Herz? Ne, ohne Scheiß. Ne, ich will das nicht. Nein, wahrscheinlich ist es einfach nur ein mega krasses Lob und wir tun ihr einfach dadurch einen Gefallen und so weiter. Und das wäre mega blöd, wenn wir das nicht machen. Aber das sieht mir so aus, als würden wir damit irgendwie... den Anfang einer Romanze anschauen, das will ich nicht. Nein. Nee, ich habe mich noch nicht entschieden, mit wem ich hier was anfangen will auf diesem Schiff. Nein. Sie können also mit den Einheimischen feilschen. Das ist toll, aber bitte sagen Sie mir, dass Sie auch im Kampf zu gebrauchen sind. Wie gesagt, ich bin Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Ich tue, was getan werden muss. Hier steht für uns alle viel auf dem Spiel. Wenn es weiter so läuft wie bisher, sind wir alle tot. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gills Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Jo, ciao. Warum haben wir jetzt bei jedem Crewmitglied so ein fucking Herz? Was bedeutet das genau? Habe ich irgendwo ein Tutorial dafür? Mann! Es gibt Leute, bei denen würde ich das Herz anwenden, aber nicht bei jedem. Warum haben wir jetzt bei jedem die Möglichkeit? Hier haben wir einen Aufzug? Nein. Wo ist denn die Rettungskapsel und das ganze Zeug? Das muss doch auch hier irgendwo sein, oder? Hier ist doch auch noch eine Tür. Mal gucken, was da drin ist. Ist das die Küche? Was wird das? Pathfinder, helfen Sie mir kurz. Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Alles klar. Nein, natürlich nicht. Was? Egal, braucht einen blöden Grund für die Genehmigung. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Kopf zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ja, ohne Scheiß, wieso trinken wir Bier aus einem Becher? Nein, das geht nicht. Ich wollte Abenteuer erleben und Geheimnisse am Rand des bekannten Universums entdecken. Es gab so viel zu sehen. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder. Warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Ach du Scheiße. Warum? Was hat's mit diesem Merkel Herz auf sich? Mann, wahrscheinlich ist es einfach nur ein mega krasses Lob. Was hat's mit diesem dreckigen Herz? Und nee. Leute, ich beende hier die Folge. Und recherchiere mal, was ist es mit dem fucking Herz auf sich hat? Warum kriegen wir das bei jedem jetzt gerade angezeigt? Ich will das wissen und ich will nicht... Leute, wir machen kurz einen Cut. Freut euch auf die nächste Folge, dann werde ich das wissen. Ich werde das mal kurz recherchieren. Ja, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mass Effect Andromeda. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wir sind diese Kerle. Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! Oh.
I'm only human, after all, don't put the blame on me.